So, wir sind wieder fett im Minus. Gut, dass wir davor oder jetzt schon alles ein bisschen umgeändert haben. So, die Nachtschicht wird jetzt spannend. Wir haben jetzt, wie gesagt, einiges an Personal eingestellt in der Nachtschicht. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das verhält. Wir werden mit Sicherheit einige kollabierende Patienten haben. Aber sollte hinhauen. Was fehlt denn uns eigentlich an Verwaltungsgebäuden? Ein Lernraum. Wollen wir mal so einen Lernraum bauen und Dienstbüro? Ich glaube, Dienstbüro war eher nur, damit man wohl. Ein Dienstbüro wäre natürlich auch gut. Der steigert die Effizienz aller Hausmeister. Hier haben wir ja die, wie groß muss denn so ein Dienstbüro sein? Der kann auch so ein kleines Kabuff nur haben, ne? 3x2. Was? Würde das hier so gehen? Dienstbüro? Ach ja, wir haben kein Geld. Okay, egal. Wir merken uns das Dienstbüro, wenn wir wieder Geld haben. Wir wollen ja mal alles so ein bisschen austesten. Lassen das Ganze natürlich erstmal ein wenig durchlaufen, damit wir ja so ein bisschen Geld scheffeln können. Hoffentlich. So, überwachter Patient kollabiert. Jonathan Vogt. Was ist mit dir los? Erstmal Code Blau. Verstecktes Symptom, okay. Ermüdung, Herzversagen, Schwindel, abdominale Schmerzen. Dann machen wir doch erstmal abdominales Abtasten. Das geht, glaube ich, am schnellsten. Aber hier sind noch einige Untersuchungen gemacht werden müssen. Blutdruckmessung, Abklopfen des Thorax. So, der kommt erstmal in die Intensiv. Er bekommt erstmal seine Behandlung. Abklopfen des Thorax. Okay, Brustschmerzen. Abdominales Abtasten hat nichts gebracht und er bekommt jetzt ein Langzeit-EKG. Okay, wir haben alles von ihm. Es klingt alles ab. Ich denke mal, das kriegen wir alles gut hin. Der braucht nur Nitrat und dann sollte der erledigt sein. Das heißt, ich glaube, den können wir hier wieder zurücksetzen auf Code Blau. Aber wieder Code Normal. Was ist das denn hier? Nacht überspringen? Warum sehe ich ihn das jetzt erst? What the fuck? Warum zum Teufel sehe ich das? Ist das neu? Nein. Warum sehe ich das jetzt? Nacht überspringen. Okay, krass. Warum sehe ich das jetzt erst? Okay, damit können wir die Nacht viel schneller vergehen lassen. Oder? Ja, das ist viel, um einiges schneller. Kriegen wir dann trotzdem noch Infos? Ich weiß es nicht. Kriegen wir mit, was passiert? Ist aber anscheinend nicht passiert. Und wenn wir hier die Info bekommen, oder? Gehe ich mal von aus. Gut, dann haben wir die Nachtschicht übersprungen. Wir sind wieder fett im Minus, aber ich denke mal, wir werden jetzt auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld schöpfen wieder durch die Apotheke. Vermutlich auch wieder. Die wird hier mit Sicherheit wieder gleich überfüllt sein. Ist ja immer am Morgen. Oder diesmal auch nicht. Einfach mal niemand in der Apotheke. Nun gut. Okay, wir sind wieder im Plus. Sehr gut. Mal ganz kurz in den Krankenkassen schauen, ob sich da eventuell was an der Patientenzahl getan hat. Nee, Herzenskasse schickt uns weiterhin nur 7 Patienten. Patient mit falscher Diagnose, Barbara Graf, kehrt zurück. Gut, Photophobie. Unfähigkeit zur Lichttoleranz. What the fuck? Machen wir mal einfacher Sehtest. Nee, hatten wir schon bei ihren Sehtest. Bitte nicht. Machen wir mal neurologische Tests. Keine Ahnung, ob das was bringt, weil wir hatten ja anscheinend schon einen einfachen Sehtest bei ihr. Da
Aber da hat Erfahrung gesammelt. Sehr gut. So, bringt die neurologische Untersuchung bei ihr was? Mal schauen. Ja, sie hat Skleritis, was auch immer das ist. Wie behandeln wir das? Mit NSAAIDS und so weiter. Kriegt sie verabreicht, sehr gut. Und wir können sie nach Hause schicken. Wunderbar. Nicht verzagen, Patrick fragen, wenn man nicht weiter weiß. Genau, was wir noch machen wollten, ist das Dienstbüro. Das würde ich gerne bauen. Wir haben ja jetzt wieder ein bisschen Kohlemole. Schreibtisch, nehmen wir mal den günstigsten natürlich. Für 99. Machen wir das mal so hier. Einen günstigen Bürosessel oder einfach nur einen Hocker. Ach, nehmen wir, komm. Ein weiß, zack. Dann kriegt er natürlich auch einen schnieken PC. Einen, ja, was für Drucker, Papierablage. Was für Umwelt. So, das war's schon. Mehr braucht er hier nicht. Okay, dann ziehen wir ihm mal hier so eine kleine Wand ein. Rein. Zack. Eine Tür bekommt der gute Herr natürlich auch. Ein Fenster kriegt er auch, damit er mal nach draußen gucken kann. Allgemein, ne? Fenster. Wir sind ja mal komplett abgeschottet von der Welt. Wir können nicht nach draußen gucken. Kein Wunder, dass die Menschen hier kollabieren und krank werden. Hier, ein Fenster. Ja, das machen wir gleich mal. Wir bauen mal nachher so ein paar Fenster ein. Erstmal machen wir das hier fertig. Der kriegt hier auch noch eine Tür, damit er auch mal rausgehen darf aus seinem Bunker. Und ein bisschen Deko, ne? Wäre auch ganz cool. Ja, komm, so eine Pflanze, so eine Topfpflanze hier so in der Ecke. Tageskarte, ja klar. So eine Pinnwand. Für seine Angestellten. Ah, ich glaube, eine Uhr kriegt er auch noch und dann war es das. So. Jetzt brauchen wir hier wahrscheinlich noch jemanden für die Frühschicht. Hausmeister, Verwalter. So. Manager 6%. Der muss wahrscheinlich Effizienz. Oh, der ist natürlich nicht schlecht. Effizienz 71. 33 Managerfähigkeit. Der hat nur etwas mehr Managerfähigkeit, aber viel weniger effizient. Da finde ich den bislang am besten. Also ich nehme mal den hier. Ist zwar nicht der teuerste, aber ich finde den am besten. Hat zwar zwei versteckte Perks, aber sollte mich jetzt nicht stören. So, machen wir das für beide Schichten. Wir machen es erstmal für die Frühschicht. So, koordinier mal deine Kollegen bitte. Ich hoffe, es wird alles so ein bisschen sauberer. Zugewiesene Räume. Wir haben noch einen Manager. Stelle einen Manager für die Verwaltungsabteilung an. Ist doch die Verwaltungsabteilung, ja. Zählt zur Verwaltungsabteilung, also. Joa. So, Mitarbeiter sammelt Erfahrung. Sehr gut, sehr gut. Ah, hier, Manager. Nein. Nicht. Oh, verdammt. Inga Stachelhaus bleibt Souvenirladenverkäuferin, ist doch logisch. Er hier ist Manager. Die Frage ist, wieso kann ich keine Leute zuteilen? Ist ja erstmal egal. Wir haben einen überwachten Patienten, der kollabiert. Einmal Code Blue. Und schauen wir mal, was mit ihm hier los ist. Kohlenstoffmonoxidvergiftung. Ach so, das ist ein Notfallpatient. Ich glaube, da machen sie aber schon alles erstmal. Ein paar versteckte Symptome. Halluzination, Muskelschwäche, EEG. Ja, dann machen wir mal EEG. Als nächstes. Hier sind ein paar Untersuchungen anstehend, aber erstmal muss er natürlich stabilisiert werden. Damit er hier uns nicht abkratzt, so das hier oben kriegen wir wahrscheinlich nicht hin mit der aktuellen Krankenkasse, weil wir hier natürlich nur 7 bekommen. Wollen wir wieder wechseln zur Parmaduk? Ich habe keine Ahnung. Wir haben ein gutes Ansehen. Warum schicken die uns hier nicht mehr? Ich verstehe es nicht. Wir haben ein gutes Ansehen aktuell. Ist das aber über 85%? Nein. Ich möchte über 85%. Medizinische Labore und Intensivstationen ist nicht so nice. Frage ist, wieso? So, David Peach.
periphere Arterienkrankheit. Mann. So, ja gut, da läuft alles. Machen wir hier auch Code Blue. Hypertension. Druckmessung. Der braucht auf jeden Fall eine Herz-OP. Dafür muss er allerdings eingewiesen werden in eine Station. Das wird jetzt wahrscheinlich in der Nachtschicht eher weniger passieren. Ich wollte mal schauen. Also was nicht so gut läuft, ist die Neurologie. What the fuck? Was ist denn mit der Neurologie los? Kann man sehen, was damit nicht stimmt? Wähl mal die Neurologie aus und geh mal in die Statistiken. Abteilungsstatistik. Ist nichts. Bereitschaftszimmer, nichts. Von der Ericsson machen. Wow, 3500, okay. Bitte, beheil sie. Die müssen wir behalten, unbedingt. Okay, wir haben unbeaufsichtigt. WTF? Personalzufriedenheit unbeaufsichtigt? Haben wir in der Neurologie zu wenig Krankenschwestern? Kann das vielleicht sein? Wollen wir da noch eine einstellen? Jo. Bereitschaftsraum haben wir hier tatsächlich. Wobei, wir haben hier eigentlich genug. Wir haben hier drei Krankenschwestern, wird zu wenig sein. Wir haben nur zwei in der Nachtschicht. Wir stellen hier nochmal eine ein. Eine relativ günstige. Und dann müssen wir hier in der Neurologie müssen wir hier ein bisschen. Ja. Ein Glastisch wahrscheinlich, ne? Ja. Hier müssen wir Glastisch hinstellen. Damit hier zwei Mitarbeiter eingestellt werden können. Wir könnten natürlich diesen ganzen Raum auch so ein bisschen nach rechts verschieben. Täglich News. Ein schrecklicher Bericht in einer Boulevardzeitung über unsere Einrichtung sorgt dafür, dass 30% Patienten in ein anderes Krankenhaus gehen. Nein! Das ist natürlich, sind keine Good News. Ich hoffe, dass uns das nicht zu sehr an den Umsatz schlägt. Und gut, soll uns jetzt nicht weiter kümmern. Ich bin nur überlegen, wie wir das hier am besten hinkriegen. Barbara Hermes. 166 Mitarbeiter hat Erfahrung gesammelt. Wir lassen es erstmal. Wir haben jetzt noch eine eingestellt, aber die Neurologie. Ja, okay, jetzt ist sie auf einmal gut. Liegt das jetzt an der Intensivstation? Okay, Intensivstation auch nur ein Stern. Was mit der Kollegin hier? Die krepiert hier mir gleich, wenn sie weiterhin kollabiert. Herztamponade. Ja, das hatten wir schon mal. Okay, wir haben hier doch genug Ärzte, hoffentlich. Okay, sie wurde stabilisiert. Wir können sie aber wahrscheinlich immer noch nicht verlegen. Sie bekommt hier immer noch Antihypertonika und Analgetika. Dabei hat Erfahrung gesammelt. Ich hoffe, sie wird es überleben. Sieht gut aus. Sie bringt uns halt viel Geld ein, ne? 3500, das ist schon nicht wenig. Wartet auf OP-Team. Was muss sie denn, was kriegt sie denn jetzt für, können wir nicht hier irgendwie eine Untersuchung machen? Aber wir haben halt nur ein verstecktes Symptom. Sie braucht halt eine Herz-OP. Braucht halt eine Herz-OP. Wie lange dauert denn hier so diese ganzen. Wie lange dauert sowas? Ich habe keine Ahnung. Einweisung ETS ist ja gerade. Ich bringe das Ganze mal so ein bisschen, aber es scheint. Die bleibt da ja ewig liegen.
können wir immer noch nicht verlegen. Gut, lassen wir erstmal. Wir sind jetzt wahrscheinlich ganz viele Minus wieder. Weil wir auch sehr viel Personal in der Nachtschicht haben. Ja, minus 26. Wir haben aber keine Räume in kritischer Auslastung. Das ist ganz gut soweit. Was haben wir denn hier jetzt für Probleme? Intensivstation. Warum hat das zum Teufel nochmal 0 Sterne? Schmutzige Etage, unruhige Nacht. Okay. Schmutzige Etage, hungrig. Bedürfnis ist kritisch. Fehlen uns hier irgendwelche Intensivstationen. Hier ist doch eine Lounge. Die gehört aber nicht zur Intensivstation. Wollen wir hier eine Toilette hinbauen? Ist hier überhaupt eine Toilette in der Nähe? Ich habe keine Ahnung. Hier ist eine Toilette. Können sie doch nutzen. Oder wir bauen halt hier noch irgendwas hin. Vielleicht einfach nur ein Snackautomat. Würde das schon reichen? Wollen wir hier in der Ecke? Ich glaube, ich würde hier in der Ecke auch wieder so ein... was wir unten gebaut haben. So eine kleine Deko-Ecke mit Snackautomat und so bauen. Dass man da vielleicht seine Bedürfnisse ein bisschen stillen kann. Müssen wir halt natürlich warten, bis wir jetzt wieder ein bisschen Kohle haben. Ich würde aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Jo, die Intensivstation kackt voll ab. Die Neurologie auch leider wieder. Ich weiß nicht wieso und wo man das jetzt detaillierter sich anschauen kann. Und was man dagegen auch am besten tun sollte. Der Patient wartet schon lange auf eine Aufnahme. Okay. Moment mal. Das will ich mir, bevor wir hier Schluss machen, will ich mir das hier noch angucken. Okay, sie ist in der Kardiologie. Auf was wartet sie denn? Ah, sie wurde noch gar nicht aufgenommen, oder was? Was wir vielleicht auch noch machen müssten, sind mehrere Rezeptionen bauen, damit das vielleicht ein bisschen organisierter alles ist. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, vielleicht für jede Abteilung mittlerweile schon eine Rezeption zu bauen. Glaube ich, macht Sinn. Okay, sie ist jetzt dran. Nein, sie ist immer noch nicht dran. Aber gleich hoffentlich. Okay, ja. Sie wurde hereingerufen, sie ist dran. Okay, es hat sich erledigt. Sie hat sich nur umsonst beschwert. Man kennt es von Patienten. Alle unglücklich. Aber gut, ich hoffe, ihr seid glücklich. Ich bin's. Hat wieder Bock gemacht. Vielen Dank fürs dabei sein, fürs Zuschauen. Und ja, hoffentlich bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.